Hallo und herzlich willkommen zurück bei Amnesia The Dark Descent. Wir sind dabei, uns Chemikalien für den Sprengstoff zu holen. Und hier ist es verdammt dunkel. Und die Kreatur ist uns, naja, auf den Fersen kann ich vielleicht nicht sagen. Da geht's aber rein. Huch! Wow, toll, danke, Hamachi, dass du aktualisiert wirst. Das ist genau das, was ich jetzt brauchen kann. So. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu viel Öl gekostet. Ich mach mal hinter mir zu. Gibt's hier irgendeine Lampe, die ich anzünden kann? Ja, ein Kerzchen hier. So, Zunderbüchse. Ach so, ach Quatsch, wir brauchen ja, stimmt, wir müssen an die Fässer ran. Das heißt, wir brauchen ja einen Bohrer. Ich muss ja gar nicht die Chemikalien holen, sondern wir brauchen ja zuerst einen Bohrer. Wir haben nämlich einen Teil eines Bohrers. Uns fehlt also der andere Teil. Da ist auch eine... Ach, guck an. Laudanum, Öl und eine Zunderbüchse. Wir haben 44 Stück. Wir sollten ruhig mehr anzünden. Ich geh mal am Rand entlang, denn die nächsten Türen sind hier garantiert am Rand. Hier brennt schon Licht. Das ist das Teil des Bohrers. Ich sollte gucken, wo ich mich verstecken kann. Ich baue mir mal was. Ich habe das Gefühl, dass sich gleich wieder unser Freund meldet. So. Ist hier eigentlich noch irgendwas? Nö. Okay, also wir haben den Bohrer gefunden. Das ist nur die Frage, ob wir dann hier... Können wir uns hier so verstecken? So vielleicht? Vielleicht noch ein Kistchen drauf? Auf den... Hier, so? Kistchen drauf? Ja? Weißt du was, bevor ich den Bohrer hole... Möchte ich mich erst draußen noch umgucken. Zugerostet. Das ist zugerostet. Vielleicht können wir... Haben wir irgendwas dabei? Darf ich was wegschaben? Nö. Okay. Vielleicht finden wir noch eine Pfeile. So, es geht eh gleich die Lampe wieder aus. Sage ich ja. So. Da drüben, hier kamen wir rein. Das heißt, hier will ich auch noch reingucken. Bin ich gerade erschrocken von dem Tisch. Was haben wir hier? Ein Hobel. Ein paar Sachen, die wir für sonst nichts gebrauchen können. Ah, oh, dass hier überall so dunkel ist. Achso, ja stimmt, ist ja auch unnatürlich. Ach, das war das Teil des Bohrers? Lief da jetzt was? So. Hier mache ich zu. Statt mir das Teil des Bohrers und versteck mich. Okay, scheint nichts zu passieren. Halt, stopp, ich muss sie kombinieren. Also alle drei. Jetzt habe ich einen Bohrer. Okay, das heißt, ich muss jetzt die richtigen Fässer finden, oder wie, die ich anbohren kann. Das da vielleicht? Nö. Dann vielleicht das da? Nö. Dann vielleicht das da? Auch nicht. Nebenan hieß es doch, die seien nebenan die Fässer. Aber hier ist doch nichts. Die Frage ist natürlich, wo ist nebenan? Also aus dem letzten Zettel, den wir gefunden haben. Hier, im Raum nebenan, habe ich zwei große Fässer. Das da? Nö. Dann das da? Oh, hä? Das hatten wir schon. Ach, das kann ich anbohren.
Ach so. Ach, diese Fässer sind das. Teilweise gefüllt. Ah, okay, dann weiß ich jetzt, wo der andere ist. Das war hier im Eck, ne? Ja. Okay. Und jetzt kommt er gleich. Natürlich kommt er jetzt. Hier bisher kommt nichts. Vielleicht will es mich aber auch nur verarschen, das Viech. Ich bin immer noch dezent nervös. Deswegen laufe ich auch mal brav am Rand entlang. Gibt es eigentlich in diesem Gang keine Fackeln? Doch, die hier kann ich anzünden, ne? Die brauche ich nicht. Ist hier nochmal irgendwo eine? Ja. Hier. Moment mal, wenn ich jetzt einen Bohrer habe, dann komme ich doch vielleicht da auch rein, ne? Nein, kann hier nicht verwendet werden. Die konnte auch nicht verwendet werden. Hm. Hilft wohl alles nicht. Das heißt, ich muss jetzt das hier irgendwie sprengen, ne? Steh nicht zu dicht an der Explosion. Explodiert das jetzt? Ich weiß nicht. Achso. Ach, führe die Sprengung aber erst. Das heißt, sie liegt immer noch an uns. Muss ich was draufwerfen vielleicht? Das ist explodiert. Wo ist das denn? Da. Tschup. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das lässt sich immer noch nicht bewegen. Aber der Durchgang ist frei. Dann zünde ich doch mal gleich hier eine Fackel an. Und hier ein Kerzchen. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh, eine Zunderbüchse. Oh Gott, was bin ich froh, wenn ich hier wieder raus bin. Maschinenteile. Macht's nicht gerade besser. Eine Fackel nochmal anzünden. Oh Gott, ist es mir hier. Warum ist das so tief? Warum ist es so lang? Warum waren die anderen auch nicht so schlimm? Die anderen Räume. Ich wusste schon, warum ich nicht nach unten will. Und das Öl geht langsam zur Neige. Licht, Licht, Licht. Ist das hier Brot? Ih, das ist Brot. Ist das verschimmeltes Brot? Igitt. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ja, aber eine Zunderbüchse. Da scheint sie, glaube ich, schon gewesen zu sein. Ich versuche mal, die Lampe jetzt möglichst kurz immer nur anzulassen. Ich muss bestimmt ganz nach hinten durch. Ich bin weg.
Verfolgt mich das Viech jetzt? Da kommt's. Ach, hey. Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Da war der Schatten. Da ist es etwa. Es dreht wieder um. Hätte ich mal die Tür nicht aufgemacht. Und ich kann es ja nicht töten. Ich kann ja nur fliehen. Fuck off. Oh nein, wo ist es? Die Sequenz ist gerade nicht gerade hilfreich. Da geht eine Treppe nach oben. Ich habe garantiert irgendwas liegen lassen jetzt. Hier ist das Ding aber nicht lang. Maschinenteile. Oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Bitte sag nicht, dass das Viech jetzt kommt. Was ist das denn? Hm. Aber erstmal angrabbeln, ne? Schon klar. Habe ich irgendwas, was ich... Hm. Scheinbar nicht. Ich mach sowas von hinter mir zu. Kannst du aber glauben. Eine Notiz und die restlichen zwei Dinger, die ich wahrscheinlich brauche. Der, was war's denn? Der Vierphasen-Amplitudenstab oder so und, und? Ne, stopp das Momentos. Ich muss mal kurz gucken. Steht denn das drin in Notizen? Anleitung Aufzug. Trinity, ja genau. Alles klar. Die wissen es bestimmt. Ja. Ich wusste, dass es wie ich komme, deswegen lese ich jetzt zuerst. Im Fall eines fehlenden Stabs, wenn kein vollständiger Stab das verfügbar ist, kann ein Stab hier im Studierzimmer geholt werden. Okay, das ist, falls wir. Okay. Könnte von Nutzen sein, falls der Aufzug kaputt geht. Wenn eine Reparatur nur notwendig, bla bla bla. Ich gehe ganz nach hinten, kannst du aber glauben. Ding macht bestimmt gleich die Tür kaputt. Ich warte mal hier, ich kann mich ja ducken, ich trinke mal einen Schluck so lang. Jo. Schön dir, ne? Oh, der Bastard, der wollte nicht wirklich, dass ich da rausgehe, oder? Das ist dann nicht euer Ernst. Ich würde einfach sagen, ich renne dran vorbei. Es kommt mir garantiert gleich entgegen. Told ya.
machst bestimmt gleich die Tür kaputt. Ich bleib hier stehen, ich bleib hier stehen. Oder... Ach shit, was ist, wenn das Ding hin und her läuft? Shit. Das kommt doch nicht, ne? Oh, for fuck's sake, ihr Bastarde. Ja, ich bin etwas schreckhaft, aber es hilft ja nichts. Ich muss ja trotzdem da durch. Ich brauche nur etwas mentale Vorbereitung. Ich warte jetzt, bis das Viecher nochmal auf... Ich hoffe, es taucht nochmal auf. Oh, bitte taucht nochmal auf. Und dann schleiche ich ihm nämlich hinterher einfach. Ich bin nicht blöd und renne da dran vorbei, wenn es nicht sein muss. Mal die Tür ganz auf, dass ich auch gut reinkomme. Ich will nämlich, ich dachte, da gäbe es noch einen anderen Raum. Wenn ich da noch rein könnte, wäre geil. Zwar da, wo das Viech am Anfang drin war. Da würde ich echt noch gerne rein. Wenn ich jetzt drauf gehe, weiß ich, dass ich eh wieder da hinten starte. Garantiert. Hinter mir kann sie sein, ne? Das hätte ich mitgekriegt. Das heißt, ich weiß. Es nimmt ein bisschen die Spannung raus, wenn ich... so kurz langsam unterwegs bin. Da will ich rein, in die Tür. Das Viech ist da drin, das wirklich wartet, ey. Ich sterbe. Okay, es ist nicht hier. Es ist nicht hier. Hier war es drin und guck mal, hier gibt es eine Zunderbüchse und noch eine Zunderbüchse. Und noch eine Zunderbüchse. Kein Öl aber. Okay, weißt du was? Ist es mir jetzt egal, ich renne jetzt raus. Ich hab sonst nichts mehr. Ich renne an dem Vieh jetzt auch vorbei. Es ist vor mir, ne? Ja, ist mir egal. Ich renne dann vorbei. Was schön, dass die Musik mir sofort sagt, dass es da ist. Ich weiß. Oh, no, no, no. Oh, oh fuck. Ich glaube, ich muss nochmal zurück, denn irgendwas war diesem... Ja, ist ja gut. Ich muss nicht mehr zurück. Aber ich war in dem einen Raum nicht drin. Ich war in dem einen Raum nicht drin. Ich weiß auch nicht, wie ich da reinkomme. Wie komme ich denn da rein? Da, wo wir das Ding zerstört haben. Da, wo wir es... Don't forget your bag, Daniel. I won't, Herbert. There is no shame in using a parasol in the desert. As it happens, it's imperative to your survival. But it looks ridiculous. The shade will hurt much less than dying, I assure you. Hier ändern sich Dinge. Und zwar nicht zum Be- Oh Gott, das sehe ich jetzt erst. Wie geht das? Was ist denn das hier? Hier ja auch. Ach du Scheiße. Okay, jetzt laufe ich nochmal kurz oben rum. Ich glaube, ich muss da eh nochmal rein.
Mal gucken, ob ich sie vergessen habe die ganze Zeit. Ich glaube, ich muss da eh nochmal rein, denn ich, da war noch ein Raum. Und der war versperrt, aber ich habe kein Momentum gekriegt. Dass ich da irgendwie rein könnte. Aber ich kann da bestimmt rein. Wahrscheinlich muss ich nicht rein. Aber ich kann und ich will da rein. Oh Gott, hier auch. Okay, ansonsten geht es in der nächsten Folge geht es ansonsten jetzt in den Maschinenraum. Und wir versuchen den Aufzug wieder in Gang zu bringen. Aber bis dahin stelle ich mich mal demonstrativ hierher und sage bis zur nächsten Folge von Amnesia The Dark Descent. Und bis dahin, ciao.